Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. In jüngster Zeit wurde das Wirken der Artillerie, bedingt durch den Ukraine-Krieg, häufiger im Fernsehen vorgestellt. Ein Ziel ist aufgeklärt. Eine Feldscheune, in der der Gefechtsstand eines Infanteriebataillons vermutet wird. Die Artillerie erhält den Auftrag, den Gefechtsstand zu zerstören. Die Einsatzmittel, ein oder mehrere Geschütze oder Raketenwerfer, gehen in Stellung. Rums, Artillerie schießt. Nun folgt in der Regel ein Filmschnitt. Die Kamera zeigt uns, wie das Ziel erfolgreich zerstört worden ist. Vermutlich denkt nun jeder, das mit der Artillerie, oh, das ist alles sehr einfach. Hier muss ich leider widersprechen. Erfolgreiches Schießen der Artillerie ist ein hochkomplexer Vorgang mit vielen Arbeitsschritten. In der Vergangenheit war daher bei der Artillerie umfangreich Personal gebunden. Die Komplexität ist bis heute geblieben. Dank der Digitalisierung sind allerdings sehr viele Arbeitsschritte automatisiert. Mit sehr geringem Personaleinsatz kann Artillerie heute daher hocheffektiv in das Gefechtsgeschehen eingreifen. Verschaffen wir uns einmal gemeinsam einen Überblick über die Arbeitsschritte, die notwendig sind, damit Artillerie wirken kann. Um ein Ziel bekämpfen zu können, muss dieses Ziel sehr genau in seiner Lage, also durch Planzeiger und Zielhöhe, beschrieben werden. In der Vergangenheit ermittelten die Artilleriebeobachter diese Daten in der Regel aus ihren Schießkarten 1 zu 50.000. Heute verfügen Artilleriebeobachter über Laserentfernungsmesser, die in Verbindung mit GPS-Navigationsanlagen das Ziel innerhalb von Sekunden datentechnisch erfassen und diese Daten per Datenfunk an die Geschütze geben. Neben der Kenntnis über die Lage des Zieles muss die Lage der Feuerstellung ebenfalls durch Planzeiger und Höhe bekannt sein. In der Vergangenheit waren hierzu Vermessungsgruppen unterwegs, die teilweise zeitlich sehr aufwendig, händisch die erkundeten Feuerstellungen vor ihrem Bezug durch die Waffensysteme vermessen haben. Heute vermisst sich das Geschütz oder der Raketenwerfer dank GPS- und Navigationsanlage selber. In der Vergangenheit mussten die Geschütze oder Werfer nach dem Instellunggehen eingerichtet und festgelegt werden. Dieser Prozess erfolgte händisch durch die Geschützbedienung in Zusammenarbeit mit einem Richtkreistrupp. Heute richtet sich das Geschütz dank GPS, Navigationsanlage und Feuerleitrechner selbst ein. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, ein oder mehrere Geschütze bzw. Werfer erhalten heute eine Zielmeldung. Zu diesem Zeitpunkt stehen sie untergezogen in einem Verfügungsraum. Wird aus der Zielmeldung ein Feuerbefehl, fährt Geschütz bzw. Werfer in die Stellung, gibt unter Umständen in einer Minute bis zu 10 Schuss ab und verschwindet anschließend wieder in einem Verfügungsraum. Während die Geschosse noch in der Luft sind, ist das Geschütz oder der Werfer bereits nicht mehr in der Feuerstellung. Die Radaraufklärung des Gegners läuft hiermit ins Leere. Für ein auftragsgerechtes Wirken der Artillerie ist die verfügbare Munition von Bedeutung. Der volle Schuss der Artillerie kann sich je nach Waffensystem aus verschiedenen Geschossarten, Zünderarten und Treibladungsarten zusammensetzen. Um schießen zu können, müssen die Primer, die Treibladungszünder, vorhanden sein. In der Vergangenheit befand sich die Munition in der Regel in Einzelkomponenten auf den Mannschaftstransportfahrzeugen der Geschütze. In der Feuerstellung wurde die Munition händisch entladen, vorbereitet und bereitgestellt. Heute hat die Panzerhaubitze 2000 beispielsweise 60 Schuss in ihrem Munitionsbunker gelagert. Die Geschosszünder sind bereits eingeschraubt. Wenn das Geschütz in Stellung gegangen ist, wird das Geschoss automatisch geladen. Händisch wird allerdings die Treibladung eingelegt und nach Schließen des Verschlusses der Primer eingesetzt. Eine gute Geschützbedienung schafft so etwa 3 Schuss in 10 Sekunden, 8 bis 10 Schuss in der Minute bzw. 20 Schuss in 3 Minuten. Die genaue Bestimmung der Lage des Ziels und der Feuerstellung, exakt eingerichtete Waffensysteme und entsprechende Munition sind sehr wichtige Komponenten eines erfolgreichen Wirkens der Artillerie. Um diese Wirkung zu entfalten, bedarf es der Feuerleitung, die in der Vergangenheit händisch durchgeführt wurde.
Heute erfolgt die Feuerleitung per integriertem Rechnersystem. Digitalisierung und Automatisierung ermöglichen heute nicht nur eine hohe Beweglichkeit der Waffensysteme und eine hohe Kadenz der Waffenanlage, sondern auch eine massive Personalreduzierung. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsschritte und die zu berücksichtigenden Daten gegeben hat. Wenn Sie wissen möchten, wie das händische Vermessen, das händische Einrichten und Festlegen und die Feuerleitung funktioniert, empfehle ich Ihnen die weiteren Videos zur Adleristik auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!